Die durchschnittliche Bevölkerung hat so ungefähr mein Alter und sagt, für mich reicht's doch noch. Das ist das Problem. Das Problem, was wir haben in der Politik, in den Unternehmen, ist, dass wir sagen, für mich reicht's doch noch. Das ist das Issue, das wir lösen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Und damit kommen wir nach München zum Handelsblatt Summer Camp, einer Veranstaltung, für die wir mehrere hundert Entscheiderinnen und Entscheider aus fast allen Bereichen der deutschen Wirtschaft eingeladen haben, um über die Zukunft, über die großen Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren. Deutschland ist geprägt von einer weit verbreiteten Trägheit, gepaart mit einer gewissen Basisunzufriedenheit plus einer ausgeprägten Anspruchshaltung, nämlich, dass der Staat es am Ende doch immer richten soll. Das sagt zumindest Oliver Bethe. Er ist CEO der Allianz, der drittgrößten Versicherungsgruppe der Welt, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie Deutschland die aktuellen Krisen überwinden kann. Was es braucht von Politik, aber auch von der Gesellschaft angesichts der Krisen, angesichts der Energiepreise, von Inflation und Rezession. Aber natürlich habe ich auch gefragt, wie die Digitalisierung und die Transformation in seinem Konzern selbst vorangehen und was Oliver Bethe von den letzten Skandalen um die Allianz gelernt hat. Denn die gab es auch, insbesondere den der betrügerischen Aktivitäten von drei Fondsmanagern in den USA, die den Konzern unterm Strich fast 6 Milliarden Dollar gekostet haben. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit dem CEO der Allianz. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne, Oliver Bethe. Hallo, schönen Tag. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute. Wir wollen über Transformationen sprechen. Wir wollen über den die Transformation der Allianz sprechen, über den einen oder anderen Skandal vielleicht auch, aber wir wollen mal ein bisschen größer anfangen. Und zwar soll es gehen um Deutschland. Wir haben vor einem Jahr in einem Interview über die deutsche Wirtschaft gesprochen. Und damals hatten Sie gesagt, das deutsche Geschäftsmodell steht auf dem Spiel. Nun sind fast 12 Monate vergangen, Energiepreise auf immer neuen Rekordhöhen, Folgen des Ukraine-Kriegs. Wenn Sie heute auf die deutsche Wirtschaft schauen, was sehen Sie dann? Ja, wir sind im Krieg. Und ich glaube, das muss man den meisten Menschen mal sagen. Gott sei Dank, seit 2 Wochen nimmt den Begriff nicht nur jemand wie ich, sondern auch die Politik in den Mund. Das war ja vorher vollkommen unakzeptabel, dass man das macht. Aber die meisten Menschen tun noch so, als hätten wir ein Problem mit dem Stecker an der Steckdose. Und das Problem ist halt etwas fundamentaler, wie die meisten Menschen jetzt langsam an ihrem eigenen Portemonnaie merken. Was bedeutet das? Ich meine, Energiepreise haben Sie angesprochen. Was bedeutet das alles für das Geschäftsmodell dieses Landes, das ja so sehr abhängig von, ja, man muss schon sagen, günstiger Energie ist? Ja, also das erste Thema, man muss jetzt sich erstmal mit dem Krieg und der Kriegsführung, die nicht mit Waffen und Kugeln stattfindet, sondern über Handel und im Wesentlichen über Energieversorgung beschäftigen und das Problem lösen. Da gibt es 2 Schritte, nämlich das eine, die Versorgung, das heißt überhaupt Energie zu haben oder die Rohstoffe, die man braucht, um Energie zu erzeugen. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich bin da nicht so panisch wie der ein oder andere. Und das zweite ist... Das heißt, es macht Ihnen keine Sorgen, dass jetzt die Energielieferungen erstmal eingestellt sind? Ja, aber jetzt stellen Sie mal vor 6 Monaten haben wir noch gesagt, es dauert 2,5 Jahre, bis wir das erste LNG-Terminal an den Strom kriegen. Es wird wahrscheinlich schon im 2. Quartal nächsten Jahres passieren. Das heißt, Deutschland, wenn es sich mal aufrafft, kann viele Dinge wirklich machen. Ich bin ein Berufsoptimist, aber ich glaube, da tut sich wirklich viel. Also wir sind ja auch immer Weltmeister im Angst haben und uns selber zu kritisieren. Trotzdem ist die Lage extrem angespannt. Wir haben für viele Fragen noch keine Lösung, aber es wird jetzt wenigstens mal konsequent dran gearbeitet. Und das Thema Volumen würde ich mal vermuten von an Gas. Wir haben am Anfang gesagt, wir brauchen jetzt erstmal die Moleküle und dann kümmern wir uns um den Preis. Und das passiert. Also diese Woche wird die EU zusammenkommen und sich über neue Preismodelle für die Findung von Preisen für den Gasmarkt und den Elektrizitätsmarkt beschäftigen. Und das wird sehr wichtig sein. Das Allerwichtigste ist, dass unsere verantwortlichen Lenker wissen, dass sie schnell handeln müssen, weil die Sekundäreffekte aus der Strompreisveränderung auf die Industrie werden jetzt in Realtime finden statt. Also die ersten Restaurants werden zugemacht, die ersten Produktionsbetriebe werden runtergefahren, weil die zu den laufenden Energiepreisen eben nicht weiter betrieben können. Das heißt, wir müssen den Kollateralschaden verstehen und jetzt relativ schnell adressieren. Und jetzt kommen wir zum Kern der Frage, weil eigentlich niemand erwartet, dass die
Energiepreise sinken werden. Die Energiepreise werden auf einem hohen Niveau bleiben. Was heißt das dann? Sie haben ja, von aber geschlossenen nicht auf dem Restaurants. Niveau von heute. Ich bin jetzt nicht der Experte für Energiepreisfindung. Mhm. Da müssen Sie dann mit den Kollegen von E.ON, RWE und anderen sprechen. Aber rein volkswirtschaftlich sind die Preispunkte, die wir im Moment haben, total verzerrt durch Spekulationen, durch kurzfristige Verschiebungen auf einen sehr kleinen Teil des Marktes, der dann den Marktpreis für andere bestimmt. Und diese Preise müssen wir korrigieren. Wenn Sie also ein volkswirtschaftliches Buch aufschreiben und sagen, wie sieht denn Ökonomie in Kriegszeiten aus, dann merkt man, man muss Energiepreis kontrollieren, man muss sich um die Kontrolle der Preise für Nahrungsmittel kontrollieren, man muss Versorgungssicherheit herstellen. Und wir müssen uns einfach mental darauf einstellen, Marktwirtschaft in solchen Rahmenbedingungen kann nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben die Menschen zu Recht Angst und sagen, wenn es jetzt dem Staat gehe, schönen Gruß von Covid, geht das eigentlich dann besser? Ja, möglicherweise geht es dann noch viel schlimmer, aber es geht leider nicht anders. Wir brauchen jetzt vor allen Dingen international konsolidierte Lösungen für das Thema Volumen, da sind wir dran, und jetzt auch für das Thema Preis der Energie und der Versorgung. Aber es gibt sehr, sehr viel zu tun, und es wird auch noch Jahre dauern, Herr Mattes, bis wir richtige Fortschritte gemacht haben, um uns abzukoppeln. Es gibt ja Kritiker, die sagen, ja, es wird mit Sicherheit eine Deindustrialisierung stattfinden in Deutschland. Wir hören schon von den ersten Unternehmen, gerade im industriellen Mittelstand, fahren jetzt ihre Anlagen runter. Fürchten Sie das auch? Ist das ein Szenario? Ich würde nicht so diese Schockszenarien fahren. Es wird bestimmt Bereiche geben, wo man sich überlegen muss, kann man das energieintensive Industrie zu bestimmten Preisen in Deutschland noch betreiben. Aber ich sehe das nicht. Ich glaube, unser Land ist viel leistungsfähiger, als die meisten Menschen glauben. Und wir werden neue Formen von Energie finden. Das Problem wird sein, wie managen wir die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wo wir unsere Energieversorgung komplett umbauen müssen. Wir brauchen auch eine andere Vernetzung in Europa, um auch die Abhängigkeiten und Über- und Unterproduktionen ab. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dänemark muss regelmäßig quasi ihre Propeller abstellen, weil wir nicht in der Lage sind, deren Überstrom nach Deutschland zu transportieren. Also wir müssen nicht nur in die Energieerzeugung investieren, sondern auch in die Energieverteilung viel schneller. Das heißt, Sie sind auch da eher wieder Optimist. Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweise, hatte letzte Woche gesagt, sie vermutet, dass Deutschland eher so eine Art Effizienzrevolution erleben wird und dass dadurch auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Also alles nicht so schlimm. Das glaube ich auch. Nur eins dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht machen, was Amerikaner und zum Teil Franzosen gemacht haben. Und so nach dem Motto, wir leben jetzt in Zukunft nur noch von Dienstleistungen und Luxusgütern. Das wird nicht funktionieren. Aber darauf will ich ja hinaus. Aber Sie glauben, die Wirtschaft, die Industrie, die Industrie wird das... Ja, wir werden das machen, aber es wird nicht jeder überleben. Marktwirtschaft heißt nach Schumpeter auch kreative Zerstörung. Mhm. Und es gehört nicht nur Kreativität, sondern es gibt auch schon mal Zerstörung. Sind Sie auch so optimistisch, wenn Sie sich die Krisenpolitik in Berlin anschauen? Insbesondere das Entlastungspaket, was ja dieser Tage die große Debatte ist. Ja, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie die Herren und Damen das wirklich praktisch machen wollen. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems, oder? Ja, Überbesteuerung von zum Beispiel Gewinnen in den Energieunternehmen kann man machen. Man müsste man mal einem erklären, wie das denn genau gehen soll. Vor allen Dingen so, dass dann die Investitionen in den die Energietransformation dann trotzdem stattfinden. Mhm. Wir hätten ja gerne, dass sie das dann auch noch machen. Also ich kenne die Details nicht, ich weiß auch nicht, wie die Details beabsichtigt sind. Trotzdem ist es so, dass unsere Regierung bei aller Kritik sich halt hinsetzt und tatsächlich Sachen macht. Das Hauptproblem, was man häufig ja in Krisen hat, dass Leute in Stockstarre verfallen und dann erstmal nichts tun. Das hatten wir am Anfang ja auch so ein bisschen. Also nochmal, jeder tut sich in Deutschland immer leichter mit diejenigen, die Verantwortung tragen und handeln, zu kritisieren. Man muss erstmal selber Verantwortung übernehmen, bevor man andere Leute ständig schlecht anmalt. Das ist ja sehr, sehr. Das ist nicht mein Job. Also freundliches Plädoyer. Nichtsdestotrotz sagen ja Kritiker, dass in Deutschland sich so eine fragwürdige Vollkasko-Mentalität auch breit macht, dass man bei jedem kleinen Problem versucht, das mit Milliarden Hilfen in irgendeiner Form zu lösen. Und das ging vielleicht in den vergangenen 15 Jahren, weil Geld nichts gekostet hat und die Probleme vielleicht auch nicht ganz so groß waren. Jetzt ist Geld teuer und die Probleme riesengroß. Wie viel Vollkasko kann sich, Sie sind ja Versicherungsexperte, ja, wie viel Vollkasko kann sich ein Land wie Deutschland leisten? Das ist eine ganz grundsätzliche andere Frage. Und das ist übrigens nicht nur eine deutsche Frage, sondern weil wir ja mitfinanzieren, 25% davon, vor allen Dingen in Europa. Es ist tatsächlich so, dass wir ein Problem haben, dass das Wahlverhalten mittlerweile so ist, dass erstens prinzipiell jeder erstmal unzufrieden ist mit allem und immer mehr will. Und unabhängig von der Frage, ist es eigentlich realistisch, mehr zu verlangen? Und wie ist das ganze Thema überhaupt finanzierbar? Das kann man in dem eigenen Haushalt jetzt sehen, wenn auf einmal 700, 800 Euro mehr anfallen für Strom. Aber davon auszugehen, dass Papa oder Mama Staat das finanzieren kann, weiß jeder eigentlich intuitiv, dass es nicht geht. Aber das ist dann immer der andere.
Das merken wir auch bei den ganzen Genehmigungsverfahren für die Propeller. Jeder sagt, ja, ich will unbedingt Windenergie haben und Solar, aber bitte nicht auf meinem Garagendach und bitte nicht vor meiner Haustür. Und das funktioniert halt nicht. Und diese Art von Bürgergesellschaft, wie ich sie zum Beispiel in der Westschweiz beobachte und in einigen Ländern, vor allen Dingen Skandinavien, die gibt es bei uns nicht. Die Menschen glauben, mit dem Zahlen von Steuern ist man das Problem los. Und wie man das in einem Sportverein hat, dass jeder mitmachen muss, damit der Verein funktioniert und auch man mal Vereinsvorstand werden muss oder Jugendarbeit machen muss. Die Menschen müssten sich, glaube ich, darauf einstellen, dass irgendwann mal Schluss ist. Ich glaube, in Deutschland geht das noch. Wir haben noch sehr viel Engagement. Aber es gibt so Nachbarländer wie Frankreich, da ist das schon noch schwieriger. Da sind die Menschen ständig unzufrieden, obwohl sie eigentlich am wenigsten arbeiten und die meisten Zubedingungen haben. Und Deutschland geht leider langsam auch in die Richtung. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Die durchschnittliche Arbeitswoche ist in der Schweiz 2 Stunden länger als in Deutschland. Und auch die durchschnittliche Produktivität pro Arbeitsstunde ist da höher. Das sind in Deutschland knapp 40 Milliarden Arbeitsstunden, die verloren gehen. Also bei uns ist das Thema, wir müssen wirklich dran arbeiten, und zur Kenntnis nehmen, immer mehr Freizeit mit immer mehr höheren Einkommen läuft irgendwann in einen Punkt, wo es nicht mehr geht. Was würde das bedeuten, übersetzt in konkrete Politik? Ich meine, wir haben ja schon gesehen, was los war, als die Arbeitszeitdiskussion von vereinzelten Hinterbänklern gestartet wurde. Ja, ich glaube, das wird sehr schwierig, weil wie gesagt, das Thema ist ja also gute nicht. Idee, sollen die anderen. Ja, und so lange, bis die Kasse leer ist. Ich glaube, dass eines der Grundprobleme von Demokratien ist, man kriegt halt so lange Zeug versprochen, wenn es ein anderer bezahlen muss. Und der andere können halt unsere Kinder sein, die irgendwann mal die Rechnung zahlen muss. Solange man Schulden machen kann, macht man das ja. Und wir haben sehr viele Schulden, aber immer noch in Deutschland relativ wenige im Vergleich zu anderen Ländern. Also der Fiskalspielraum in Italien und Frankreich ist viel kleiner als bei uns. Und bei uns wird noch geglaubt, es geht mehr. Der große Debatten jetzt darüber, wir haben es in Schweden gesehen, die milliardenschweren Hilfen, in Deutschland haben wir sie natürlich auch, für die Energiebranche. Glauben Sie, dass das irgendwann Staaten wieder an die Belastungsgrenze bringt, wie wir es schon mal gesehen haben vor 10 Jahren? Ja, aber ich glaube nicht bei uns. So schnell geht's bei uns nicht. Ich mache mir, wenn Sie mich ehrlich fragen... Meinen Sie bei uns in Deutschland oder bei uns in Europa? Okay. Bei uns in Deutschland. Mhm. Wir müssen uns in Europa natürlich Gedanken machen. Und es ist tatsächlich so, man braucht flexiblere Regeln zum Thema Maastricht. Man muss Investitionen von Konsum unterscheiden. Aber die Grundsatzfrage, wie viel Geld ist in der Tasche und wie viel kann man ausgeben, die müssen wir tatsächlich haben. Aber das möchte keiner. Keiner möchte mit schlechten Nachrichten kommen, weil dann sozusagen die Öffentlichkeit einen sofort ausbuht, egal welche kritische Anmerkung man macht. Ob das Arbeitszeit ist oder Produktivität oder Qualität, das ist alles sehr unpopulär. Aber wie vor dem Hintergrund dieser aktuellen Debatte, wie könnte dann eine Diskussion über die Schuldenregeln Maastricht in der EU aussehen? Wie ist es überhaupt realistisch, die weiterzuführen? Jetzt gerade? Ja, doch. Ich glaube, das wird kommen, weil die Macht des Faktischen kommt. Sie sehen das jetzt schon an den italienischen Staatsschulden. Wir hatten mal 100 Basispunkte Spread über den Bund, jetzt sind es schon 400. Und man kann relativ schnell ausrechnen, wann sich der italienische Staat dann nicht mehr refinanzieren kann, wenn nicht richtig gehandelt wird. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen irgendwann mal in die Kasse gucken müssen, weil die dann leer ist. Was ist eigentlich gefährlicher für Europa, als Auslöser möglicherweise für eine neue Staatsschuldenkrise? Ist es auf der einen Seite eben diese Hilfen für die Energiewirtschaft oder ist es auf der anderen Seite die Antwort auf die Inflation? Das ist ja eine andere Krise, die wir noch gar nicht diskutiert haben. Jetzt mal gucken wir dich noch. Also erstmal haben wir sehr hohe Schuldenstände, weil wir vor allen Dingen während den Corona-Zeiten ja schon sehr viel Geld ausgegeben haben, was wir nicht hatten. Zum Teil auch richtig, damit uns unsere Volkswirtschaft und die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt. Also das würde ich gar nicht kritisieren. Und ich finde auch das Investitionspaket, was man gemacht hat, sehr richtig, weil es ging eben um Investitionen, um Programme, um Maßnahmen und Kontrolle und eben nicht nur Geld verteilen und Konsum. Auch wenn sich einzelne Länder natürlich immer noch weigern, dieses Thema, es gibt Nebenbedingungen zu erfüllen, gerade im Süden Europas, weigern und sagen, ich hätte gerne eine Transferleistung ohne Konsequenz. Das gibt es aber bei uns in der Gesellschaft ja auch nicht anders. So, und die zweite Frage ist dann, wie weit kommt man mit den Belastungen, die wir haben, das Thema, das nach wie vor größte Thema, und das sage ich jetzt nicht als Altersvorsorge, ist, dass wir nicht finanzierte Altersvorsorge und Gesundheitskosten haben, die auf uns zulaufen mit einer affenartigen Geschwindigkeit, wenn meine Generation, die Babyboomer, in den Ruhestand geht. Und nicht mehr einzahlt, sondern danach am nächsten Tag die Hand aufhält. Das ist ja das ist ungefähr 2035, das haben wir gerade ja vom Bundesrechnungshof nochmal schön vorgerechnet bekommen, da wird es kritisch. Ich meine, in der Beziehung bin ich da nicht Optimist. Ich glaube, die Menschen handeln immer nur dann erst, wenn sie müssen. Aber eigentlich müssten sie längst. Die Krise ist ja seit Jahrzehnten bekannt.
Ja, aber das unterstellt, dass sie von der intellektuellen Einsicht auch Führung hat, die den Menschen die schlechten Nachrichten erklärt und dann sagen, mache ich nicht, dann werde ich sofort abgewählt. Okay, aber das ist die Schwäche von Demokratie. In den vergangenen Jahren ist die Diskussion dazu zwar gelaufen, aber es hat nie wirklich große Schritte gegeben. Im Grunde seit der Schröder-Regierung. Was muss passieren, damit die Krise in Angriff genommen wird? Ja, das, was jetzt gerade passiert. Also das sehen wir in Energie und ich glaube deswegen optimistisch, dass der Umbau jetzt gelingen wird, weil er gelingen muss. Aber das, also die Alterssicherungssysteme sind ja gar nicht die riesige Debatte. Da wird ein bisschen Aktienrente am Rand gemacht, aber das ist ja nun ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, auch Gesundheitssystem läuft ja noch. Mhm. Aber in 15 Jahren müssen wir dann die Reform machen, weil dann die sozusagen die Kohle alle ist. Sorry, da bin ich ein bisschen Zyniker. Ich glaube, es passiert erst dann. Und dann werden alle schreien und sagen, wieso habt ihr das denn nicht früher gemacht? Also die interessante Frage ist doch zum Beispiel auch für Russland, das ist bei uns ein reiner Zufall gewesen, 2014 ist Herr Putin in die Krim einmarschiert und haben die annektiert. Was ist denn passiert? Gar nichts. Gar nichts. Niemand hat irgendwie geschaltet und hat gesagt, im Moment haben wir mal ein Problem, das ist doch wie Hitler Sudetendeutschland ausprobiert hat. Es gibt einen wunderschönen im YouTube, der damalige Außenminister von Tschechien hat genau das gesagt, ich zitiere den nur, und hat dann gesagt, dass Krim ist das Amuse-Gueule, Georgien wird die Vorspeise und die Ukraine wird die Hauptspeise. Das kann man sehr schön nachgucken, ist aus dem Oktober 2014. Also es ist nicht so, dass keiner was wusste und oder hätte wissen können. Was haben Sie damals gesagt? Wir haben durch einen reinen Zufall, weil wir selber Probleme haben, dann systematisch unser Russland-Geschäft schon runtergefahren. Wir hatten damals mal 6.000 Leute. Und was war das, also warum? Ja, weil wir gesagt haben, es wird immer schwieriger, korruptionsfrei Geschäft zu betreiben in dem Land. Das ist aber ein reiner Zufall. Das war jetzt nicht strategischer Foresight. Da möchte ich nicht irgendwie sagen, wir waren schlauer als andere. Aber Sie haben noch ein bisschen Restgeschäft, oder? Ja, wir haben jetzt noch einen Rest, den wir abgewickelt haben. Okay. In der Wirtschaft ist man ja immer gut, auf die Fehler hinzuweisen. Aber ich würde gerne noch mal auf meine Frage vom Anfang zurückkommen. Geschäftsmodell Deutschland. Wir haben, wie gesagt, lange diskutiert. Was ist denn eigentlich dann, wo kann der Wohlstand in Zukunft herkommen? Was wäre ein künftiges Geschäftsmodell für dieses Land? Oder glauben Sie, dass man einfach so weitermachen kann, ein bisschen effizienter und dann wird das schon? Nein, es gibt unglaublich viel zu tun. Aber Deutschland ist ein hochinnovatives Land nach wie vor. Wir sind okay, das sagen ja alle, aber was sind die konkreten Felder? Also wir sind sehr gut im ganzen Bereich Maschinenbau, wir sind sehr gut im Bereich Pharma. Also bei uns ist sozusagen sehr viel der Wirkstoffe entwickelt worden, die wir benutzen für das Thema Covid. Ich mache mir da eigentlich weniger Sorgen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weiter zu investieren in Wettbewerbsfähigkeit. Ich würde gerne nochmal auf etwas kommen, was wir nicht tun dürfen. Zu glauben, wir laufen in eine Welt, wo wir sagen, wir müssen jetzt deglobalisieren und wir arbeiten nur noch mit unseren europäischen Nachbarn. Aber eins muss man schon lernen, man muss sich diversifizieren. Das heißt, Abhängigkeiten nicht nur in der Energie, sondern in anderen Bereichen so weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Ich würde da gerne noch mal so einen Halbsatz dechiffrieren, den Sie gerade gesagt haben. Wir müssen weiter in unsere Wettbewerbsfähigkeit investieren. Das klingt natürlich jetzt erstmal gut, aber was heißt das jetzt konkret? Also glauben Sie einfach, die deutsche Wirtschaft wird in Zukunft auch großen Teil Maschinenbau, Automobilwirtschaft, ist das in 15 Jahren immer noch, sind das die großen Felder? Ja. Keine Digitalisierung und so weiter? Doch, aber das Thema, das übrigens Digitalisierung finde ich interessant, weil ich glaube, das wird immer falsch verstanden. Das ist nach dem Motto, wie online verkaufen, jetzt erfinde mal den Amazon. Also sehr viel von digitaler Technologie hat ja was mit Automatisierung dessen zu tun, was Low-Value-Added-Aktivitäten aber das wäre, sind. Aber das wäre meine These auch. Ich glaube, dass die Welt gerade vor einer neuen Welle der Digitalisierung steht. Ja. Dass die erste Welle waren E-Mail, YouTube, generell Kommunikation. Zweite Welle ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen, Fabriken und so weiter. Nur wenn man sich da mal im Detail umschaut, dann gibt es natürlich spannende Ansätze. Es gibt auch ein paar vereinzelt tolle Unternehmen, aber das ist bei weitem nicht die große Welle, die wir in anderen Ländern in der ersten Runde der Digitalisierung gesehen haben. Warum glauben Sie, dass es in Deutschland so eine große Rolle spielen wird? Weil ich glaube, dass wir hervorragende Unternehmen haben, die sich auch systematisch weiterentwickeln. Wir haben natürlich kein Google, kein Amazon, die da in der ersten Welle global skaliert haben. Aber es gibt sehr, sehr viele große Mittelständler. Auch ein Siemens, ein Mercedes entwickeln sich wirklich hervorragend weiter. Ja, die Warteliste auf den Porsche Taycan ist die längste, die es überhaupt gibt. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland nicht wirklich sich weiterentwickelt. Aber es sind natürlich viele Industrien, die Sie gerade genannt haben, die Jahrzehnte alt sind, die zum Teil von den Innovationen leben, die vor Jahrzehnten gemacht wurden, die Sie immer weiter optimieren. Nee, vor 4 Jahren, wenn wir gesagt haben, Herr Mattes, Porsche hat wahrscheinlich eines der besten Elektroautos der Welt, hätten wir alle gelacht.
Wir hatten alle gesagt, verkauft sich der Taycan besser als, ich muss das Beispiel weiter zu benutzen, als der 911. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten. Das ist spektakulär. Und wenn wir den Range haben von den Autos, ich glaube, wenn Sie sich einen Mercedes EQS angucken, das ist das beste Elektroauto, was es in der Oberklasse gibt. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir in Deutschland immer sehr langsam sind, weil es uns eben so gut geht. Die durchschnittliche Bevölkerung hat so ungefähr mein Alter und sagt, für mich reicht's doch noch. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das Problem, was wir haben in der Politik, in den Unternehmen, ist, dass wir sagen, für mich reicht's doch noch. Das ist das Issue, das wir lösen müssen. Und dann kommt dann ja, wir müssen die jungen Leute stärker beteiligen. Und dann habe ich gesagt, ja schön, die sollen sich mal beteiligen. Dann kommt zum Beispiel Wahlalter auf 16 bitte runter. Dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn die, die heute ein Wahlrecht mal haben, dahin gehen? Also Wahlquoten nur zum Beispiel 18- bis 26-Jährige bei Kommunalwahlen ist unter 40%. Bei Bundestagswahlen ist 65% und weniger. Während 65-Jährige und älter gehen zu 90% wählen. Also Demokratie fängt erstmal an mit sich engagieren und dann nutzen. Entschuldigung. Ich würde gerne über Sie sprechen in all diesen Transformationsthemen. Sie selbst haben ja auch eine große Transformation bei sich im Unternehmen zu organisieren. 2015 sind Sie Chef der Allianz geworden. Ich habe nochmal über die ersten Tage nachgelesen, Ihren ersten Brief an die Belegschaft, die Listening Tour, all die digitalen Pläne. Ich habe dann in der FAZ gelesen, dass Ihnen wohl ein Bekannter den Ratschlag gegeben hat, mach es schneller, mach es härter, mach es radikaler. Haben Sie es getan? Waren Sie schneller, härter, radikaler? Nee, weil ich merke, du musst in der Organisation die Menschen auch mitnehmen und es muss funktionieren. Ich glaube, was wir immer vergessen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Haben wir auch nie vorgehabt. Das wichtigste Problem, in Anführungszeichen, was ich geerbt habe, dass wir ein hocherfolgreiches, damals 125 Jahre altes Unternehmen waren, was Weltklasse in den Produkten ist, aber leider eine vergleichsweise mittelmäßige Kundenzufriedenheit hatte. Mhm. 2014 war es so, dass nur 30% unserer Unternehmen, um genau zu sein 29, also wenn Sie Sach- und Lebensversicherer und Asset Management auseinandernehmen, eine Kundenzufriedenheit hatte, die besser war als der Marktdurchschnitt. Kann ich das wiederholen? 30% aller Unternehmen mit einer Kundenzufriedenheit, mit einer Markt, besser als der Markt. Heute sind es über 84%. Und das in 6 Jahren. Und das hat sehr viel mit Kundenkommunikation zu tun, mit der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Das ist aber eine sehr, sehr lange Reise, weil wir immer gesagt haben, wir sind eigentlich Produktproduzent für Vertriebe. Nochmal, das ist sehr wichtig. Und deswegen haben wir damals das Thema Kundenzufriedenheit, das messen wir über den Net Promoter Score, Bottom-up und Top-down, hart verdrahtet, genauso wie Finanzziele. Und das nächste Ziel ist jetzt, wir müssen eigentlich in allen Geschäften, in denen wir sind, sogenannte Loyalty-Leader werden. Wir müssen eigentlich das Unternehmen werden, was für die Produkte und Märkte, die wir betrieben wollen, die höchste Kundenzufriedenheit hat. Warum? Wenn Sie sich angucken, warum digitale Geschäftsmodelle gewinnen, hat das 2 Gründe. Das eine Mal hat was zu tun mit skalierbaren Kosten und Erträgen. Das andere hat aber vor allen Dingen was damit zu tun, dass einfach die Kunden viel zufriedener mit gut gemachten digitalen Lösungen sind. Das heißt, das ist eigentlich das Ziel. Das hat ein bisschen gedauert. Und das zweite ist, deswegen haben wir auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit zum ersten Mal hart verdrahtet und haben alle Preise gewonnen, die man dazu machen kann, auch zum Thema Diversity und anderen. Hat was damit zu tun, dass man Mitarbeiter besser macht. Und da haben wir nach wie vor ein Issue. Wenn Sie heute unsere Mitarbeiter fragen, wie gut ist die Technologie, mit der er täglich arbeiten wird, da gibt es noch ordentliche Kritik. Und das muss besser werden. Das wollen wir uns alles gleich im Detail anschauen. Ich würde trotzdem gerne noch einen Moment bei Ihnen bleiben. Ja. Sie hatten so angedeutet, ja, wir mussten die Menschen mitnehmen. Das ist ja fast so wie aus einem Management-Lehrbuch. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie haben Sie sich seit Anfang des Amtsantritts verändert? Ich habe auch noch gelesen, es gab anfangs Kritik, sie seien zu sprunghaft, wollten zu viel auf einmal. Wir machen seit 2016 im Wesentlichen genau den gleichen Schub. Wir haben 5 Themen, die uns betreffen. Aber Sie persönlich, wie haben Sie sich verändert in der Zeit? Oder machen Sie alles genauso? Ich muss meine Familie mal fragen und meine Kollegen. Aber man kann sich ja schlecht selber beschreiben. Aber das Thema ist, man muss viel langfristiger denken, weil solche Institutionen, die über 100 Jahre gewachsen sind, bestimmte Sachen wirklich gut können und die muss man weiter stärken und andere systematisch weiterentwickeln. Und ich glaube auch bestimmte Sachen besser verstehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben sehr viel bei uns über die Frage diskutiert, ist unsere Technologie wirklich gut? Ist Allianz Business System super? Haben wir das Verständnis? Die besten Versicherungen und Startups, eines der besten Startups der Welt, GoDigit, läuft voll auf unserer IT. Das Thema ist eben nicht die Technologie, sondern wie wir die Technologie benutzen. Mhm.
Ja, wenn man einen Ferrari hat oder jetzt wahrscheinlich besser ein anderes Auto, im Moment eins von Red Bull, dann braucht man neben dem tollen Auto auch tolle Fahrer. Und wir müssen, und dann kannst du, wenn du ein super Team hast, auch die Formel 1 gewinnen. Und das heißt, wir haben uns sehr lange um das Auto gekümmert und haben gesagt, wir machen ein super Auto, aber man muss auch dafür sorgen, dass diejenigen, die dieses Auto fahren, dieses Auto auch richtig fahren. Und was war der Fehler vielleicht auch? Weil Kritiker bemängeln ja, dass die Bilanz der Digitalisierung jetzt nicht so toll ist. Das war ihr großes Thema zum Amtsantritt. Und jetzt eher ja, also so. Also Kritiker gibt es immer viele, vor allen Dingen von denjenigen, die eigentlich nie noch selber so einen Job gemacht haben, aber davon mal ab. Ich wie die Blinde über die Farbe reden. Das ist aber bei uns auch in Deutschland besonders beliebt. Der wirkliche Issue ist nicht die Geschwindigkeit. Wir sind das einzige Versicherungsunternehmen, das ihre Kostenquote jedes Jahr die letzten 5 Jahre zwischen 30 und 50 Basispunkte gesenkt hat. Es gibt niemanden anders. Okay, aber einfach mal die Fakten zu lassen, Herr Mattes. Also, Digitalisierung ist für Produktivität und Kundenzufriedenheit. Die Kundenzufriedenheit ist massiv rauf, Mitarbeiterzufriedenheit ist massiv rauf, Kostenquote ist runter. Also wer sind denn die Leute, die sagen, dass es nicht funktioniert? Aber die Policen werden noch weitgehend über klassische Kanäle verkauft. Ja, aber das ist doch kompletter Unsinn. Sorry, das ist doch kompletter Unsinn. Das ist so ähnlich, wenn Sie heute sagen, ich gehe ja heute noch zum Autohändler, um einen BMW zu kaufen. Natürlich konfiguriere ich heute ein Auto, zum Beispiel online, guck mir die Farben an, wie will ich die Innenausstattung haben. Deswegen würden Sie doch BMW nicht sagen, weil jemand zum Händler geht, die sind nicht digital. Was sind das für ein Kokolores? Sorry. Aber darf ich dann noch also verstehen, ich dachte, das würde ich eher bei Ihren Ablegern vermuten, so ein Unsinn. Ja? Was heißt dann für Sie Digitalisierung? Wir haben über Kostenquote gesprochen, wir haben über Kanäle gesprochen, die ja offenbar nicht so sehr. So, was ist dann Digitalisierung? Was heißt erfolgreiche Digitalisierung für die Allianz? Erfolgreiche Digitalisierung heißt, dass wir in der Lage sind, Prozesse so zu vereinfachen, dass unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Dienstleistungen immer zufriedener sind. Zum Beispiel, dass sie eben noch 30 Sekunden brauchen, bis sie eine sozusagen Auskunft zu einem gewissen Verfahren haben, dass sie sich selber informieren können, dass sie nicht 22 Fragen beantworten müssen, um eine Autoquotierung zu kommen, sondern 3. Mhm. Dass sie in der Lage sind, eine Schadenmeldung selber online zu machen. Das ist das. Nehmen den Unsinn rein und schaufeln Zeit und Kompetenz frei für das Beratungsgespräch, die wirklich wichtigen Fragen im Leben und nicht Frau Treter, kannst du mir mal sagen, wann ich endlich mein Geld auf dem Konto habe? Das muss man online sehen. So sind wir damit fertig? Natürlich nicht. Überhaupt nicht sind wir fertig. Aber wenn Sie sich heute mal unsere Antragsprozesse angucken, wenn Sie sich anschauen, wie die Kundenkommunikation heute aussieht versus wie vor sie vor 5 Jahren ausgesehen hat, ob das Thema Verständlichkeit ist oder Transparenz. Wie gesagt, sind wir da fertig? Nein. Also das heißt, Digitalisierung heißt für die Allianz, man bringt einfach Offline-Prozesse ins Digitale. Das ist mal das Wichtigste, um Produktivität freizuschalten. Aber es geht natürlich auch um weitergehend Innovation. Also neue Geschäftsmodelle vielleicht auch. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, was ja jetzt gerade passiert, es gab ja viel Experimentierung zwischen dem, wer kommt eigentlich ins Geschäft. Ne? Es gibt keinerlei Startups die letzten 10 Jahre, die in irgendeiner Form das Geschäftsmodell revolutioniert haben. Trotzdem dürfen Sie den Einfluss nicht unterschätzen, den viele dieser Innovationen haben. Nehmen wir Lemonade, wo wir investiert haben. Wir haben über Lemonade gelernt, dass 2 Sachen viel besser laufen müssen. Das eine ist, man kann tatsächlich in den nächsten Jahren intelligente Chatbots so einsetzen, dass sie für Standardfragen auch mit hoher Kundenakzeptanz sehr, sehr viel lösen können. Und ich kann da 24/7 anrufen und Dinge machen. Und das zweite ist, man kann es ganz anders mit Daten arbeiten. Und diese Dinge werden auch von uns gelernt. Jetzt kommt die zweite Welle. Es gibt tatsächlich neue Geschäftsmodelle kommen. Also ein Partner von uns, der Coalition, der arbeitet an dem Thema Cybersecurity. Mhm. Also ein Thema, was man nicht mit traditioneller Versicherungstechnologie gut beherrschen kann, kommen mit neuen datengestützten Modellen. Also die Innovation kommt jetzt. Das ist aber die zweite Welle. Das erste Thema ist meines Erachtens, unsere Produkte und Prozesse für Kundinnen viel besser zu machen. Und es ist einfach so, wenn man hart ist, es freut sich kein Mensch, wenn er einen Schaden melden muss. Dann muss ich das Ding so gut machen, wie es für eine Kundin und Kunden geht. Und nicht, ich muss nur rechtliche Anforderungen abdecken, oder das wir brauchen. So. Das heißt, Digitalisierung alles super? Oder gibt's, kann man auch sagen, das wissen auch viele hier im Raum, das sind viele Diskussionen, auch heute. Und immer wieder Thema, man macht auch viele Fehler. Was waren so die größten Fehler und Niederlagen gerade im Bereich
digitale Transformation der Allianz? Oh, da gibt es bestimmt, und das ist, wäre auch unehrlich, wenn man nicht, das nicht sagen würde. Ich glaube nochmal, das Erste ist dieser Glaube an die Technologie löst alles. Also wir haben auch von der IT-Architektur Mitte der 90er Jahre bis vor 2-3 Jahren immer geglaubt, ich programmiere die Lösung in das Backend rein und dann erreiche ich Standardisierung. Es ist kompletter Unsinn. Die Technologie entwickelt sich immer hybrider und ich muss Intelligenz in die Prozesse quasi, heute nennt man das dann neudeutsch Microservices reingeben, aber nicht in die Bodenplatte programmieren. Weil können sonst Sie mal ein Beispiel so nennen, dass man sich das vorstellen kann? Ganz einfach. Früher haben wir zum Beispiel Tarifmerkmale und das Berechnen eines Versicherungstarifs ins Backend programmiert. Wenn Sie das updaten wollen, dann geht das sehr, sehr langsam. Das können Sie 2-mal im Jahr machen und dann kostet das neu verdrahten mit den ganzen peripheren Systemen viele, viele Millionen. Das Thema haben wir zum Beispiel heute noch in einigen unserer Kernländern. Wenn die 2-mal im Jahr ihre neue Software hochladen, geben die 20 Millionen aus, allein um die Peripher-Systeme anzuschließen. Mhm. Und das ist unglaublich schwer zu lösen, weil da 25-30 Jahre Programmieraufwand drin sind. Und das neu zu machen, dauert viel länger, als ich mir das damals hätte vorstellen können. Okay. Trotzdem läuft das. Wir haben jetzt 2,5 Jahre in Deutschland versucht, unsere Software in die Cloud zu heben. Das ist uns Ostern endlich gelungen. Das heißt, es geht vorwärts, aber es ist viel schwieriger, als ich mir das hätte vorstellen können. Allianz X sollte ja so ein Vehikel sein, um viel enger auch mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ja. Jetzt ist eigentlich eine normale VC-Bude geworden? Nee, ist kompletter Unsinn, sorry. Ist kompletter Unsinn. Die sind so erfolgreich, auch nicht nur finanziell. Also wir bauen ja gerade an einer integrierten Schadenarchitektur. Mhm. Also über die Akquisition von Control Expert, über das Thema Daten. Wir werden Ihnen demnächst in der Öffentlichkeit den nächsten Schritt vorstellen. Bauen wir ein integriertes Schadenregulierungssystem. Das wäre ohne Allianz X überhaupt nicht möglich gewesen. Weil das natürlich auch Unternehmen sind, die Plattformcharakter haben, das heißt, viele unserer wichtigen Wettbewerber sind da drauf, brauchten wir auch eine Konstruktion, die sicherstellt, dass wir das nutzen können, trotzdem den Interessenkonflikt rausnehmen, im Sinne von, jetzt macht er nur noch, was für die Allianz-Einheiten wichtig sind. Das haben die spektakulär gemacht. Zweitens, die Beteiligung an sehr, sehr wichtigen führende Startups, von denen wir lernen, ob das Amwell in den USA ist, OR Coalition in den USA oder Pi Insurance, einer der Weltmarktführer meines Erachtens der Zukunft für Workers Compensation. Mhm. Das wäre ohne Allianz X überhaupt nicht möglich gewesen. Die sind so erfolgreich, dass wir das auch demnächst wirklich öffnen wollen, das Geschäftsmodell für Drittkunden, weil unglaublich viele Versicherungskollegen kommen und sagen, wir wollen da mitmachen. Wenn das alles so super läuft, dann nennen Sie doch ein paar Beispiele, was an Innovationen jetzt vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen sein wird, die aus dieser Kooperation entstanden sind. Also nehmen wir mal das Thema Control Expert. Die waren vorher viel schlechter, wir in der Regulierung von Schäden. Mhm. Seit wir auf der Plattform sind, sind die Durchschnittsschäden signifikant runtergelaufen. Aber wir haben immer noch eine Lücke, ich sage das ganz offen. Es gibt in Deutschland immer noch 2-3 Wettbewerber, die erheblich niedrige Durchschnittsschäden haben. Und das müssen wir nicht nur aufholen, sondern überholen. Das wird jetzt passieren in den nächsten Monaten. Und auch dann darüber hinaus. Mhm. Aber wir haben tatsächlich für 5-6 Jahren angefangen, nach 15 Jahren Marktanteilsverlust, das darf man nicht vergessen, im Privatkundengeschäft. Und das drehen Sie nicht über Nacht um. Dazu müssen Sie die Fähigkeiten erstmal langsam wieder aufbauen. Das ist uns zum Beispiel beim Thema Privatschutz gelungen. Wir sind 16 Jahre lang im Marktanteil in der Hausrat PH gesunken und mittlerweile bauen wir den langsam wieder hoch. Alle haben die Nachricht mitbekommen, Amazon macht unterschiedliche Vorstöße ins Versicherungsgeschäft. Ist das was, was Sie besorgt oder ist Ihnen das egal oder ist das was ganz anderes? Nee, ist uns überhaupt nicht egal. Was heißt das? Was bedeutet das, wenn ein Unternehmen wie Amazon ja, in Ihr Geschäft vordringt? Da muss man dabei sein. Und was heißt das? Ich würde mich da ungern so äußern, aber es gibt ja den ersten Marktplatz, den die aufmachen in UK. Und dazu haben sich 3 Versicherer ausgesucht, mit denen das machen wollen und einer davon sind wir. Mehr würde ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das heißt, alles andere sehen Sie entspannt? Nee, sehe ich überhaupt nicht entspannt. Entspannung ist sowieso nicht meine Grundhaltung. sondern man muss wirklich dranbleiben, weil das Thema ist unglaublich wichtig. Wir haben das schon bei Google gesehen. Ja, die alle hatten Angst, Google macht einen Marktplatz auf. Ich brauche keinen Marktplatz aufzumachen, ich muss nur die Kundenschnittstelle die Kundenschnittstelle kontrollieren und dafür sorgen, dass ich den Kundenzugang verauktioniere. Und wenn ich heute darauf angewiesen bin, Autoversicherungen über Google Kunden zu attrahieren, dann kann man an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen,
der Kunde oder die Kundin, die wir da akquirieren, ist nicht profitabel. Es sei denn, man hat bestimmte Voraussetzungen, man ist wirklich, wirklich gut. Das Gleiche gilt auch für Aggregatoren. Deswegen muss man genau wissen, was man tut, und dann kann man Geld verdienen. Aber das ist nicht leicht. Was ist denn technologisch, wir haben jetzt über verschiedene kleinere, größere Schritte gesprochen, was ist das, was Sie persönlich technologisch am meisten begeistert? Was vielleicht die nächste, das Geschäft auch der Allianz in den nächsten Jahren stark verändern wird? Oder werden die klassischen Kanäle weiterhin so eine große Rolle spielen? Nein, das ist eine super Frage. Nein, das ist sehr unterschiedlich. Also wir sehen ja schon eine dramatische Diversifikation. Aber ich würde gerne noch mal einen Mythos auflösen. Wenn Sie sich angucken, Herr Mattes, wer bisher die Gewinner waren von Digitalisierung in unserer Industrie, dann muss man differenzieren zwischen, was man heutzutage Commodity-Produkte nennt, also Autoversicherung. Das waren im Wesentlichen die großen Direktversicherer. Genau. Die ihre Modelle, also in den USA ist das Progressive von Geico, konsequent digital umgestaltet haben und das benutzt haben, um nochmal einen Boost für ihre Marke und für ihre Marketingaufwendungen und die zu skalieren, aber auch um Volumen auf die Plattform zu kriegen. Und davon müssen wir sehr viel lernen. Und die haben eben vor allen Dingen investiert in Kundenzufriedenheit und Vereinfachung ihrer Produkte und Prozesse. Und der Umstellung an proportionalen, wenn Sie wollen, Akquisitionsausgaben, also ich bezahle irgendeinem Vertriebskanal 15% der Prämie, sondern ich gehe auf eine Stückkostenakquisition. Das heißt, ich komme zu skalierbaren Kosten. Heute haben wir ja das Problem, egal ob das ein Makler oder ein Vertreter oder eine Bank ist, wir bezahlen einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes für Kundenakquisitionen und für Betreuung. Das heißt, ob der Preis raufgeht oder mehr Volumen, ich bezahle immer das Gleiche. Heißt, das ist der Gegenteil von skalierbar. Und da ist der eigentliche strategische Pferdefuß. Das heißt, es muss uns gelingen, als Industrie, nicht nur der Allianz, in den nächsten 10 Jahren zu skalierbaren Akquisitions- und Servicekosten zu kommen. Das ist eigentlich die größte strategische Herausforderung. Und jetzt zu Ihrer Frage. Technologisch, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich das Thema Kundenkommunikation über Video und Interaktion, weil es viele, viele Produkte gibt, die nicht leicht verständlich sind, wo wir sehr, sehr teure Menschen immer wieder in Gespräche bringen, wo wir sagen, das muss ich doch eigentlich in der Lage sein, mit Videos zu verarbeiten. Nehmen wir mal das Thema Reiseversicherung. Wenn Sie heute auf eine Plattform gehen und sagen, ich kaufe mir ein Ticket und jetzt möchte ich gerne eine Reiseversicherung, dann schließt man das ab und die meisten Menschen wissen nicht, für 15 Euro geht 12 Euro im Wesentlichen an die Plattform und nur 3 Euro geht in die Versicherung. Wenn man dann unsere Kosten und Marge noch abzieht, sind es 1,50 Euro, also 10%. Das ist eigentlich nicht nachhaltig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt können wir für 70 Euro im Jahr quasi eine Familie für im Normalfall 2 Erwachsene ein Kind absichern. So. Das Problem ist, die meisten Vertriebskanäle wollen sich für 70 Euro nicht eine Stunde mit einer Kundin oder einem Kunden hinsetzen. Und die Antwort muss deswegen sein, das, was wir jetzt lernen aus digitalen Kanälen, deswegen gucke ich mir das sehr genau an, können wir nicht Wissensvermittlung so machen, dass unsere Kundinnen und Kunden sich selber so informieren, dass sie mit unserer Hilfe navigiert werden, dahin zu kommen. Aber das, ich glaube, ist doch das ist die Revolution. Aber da geht es doch sowieso hin, oder? Ich meine, wenn, ja. Sie haben das ja gerade beschrieben, die Direktversicherer im Autobereich legen stark zu. Es ist doch nur noch eine Frage, dass halt bis die in anderen Feldern auch zunehmen. Oder ja, glauben Sie, dass die Verteilung des Nein, des Kunden ich glaube das nicht so. Wenn Sie zum Beispiel über Ihre Altersvorsorge nachdenken oder denken Sie mal über Ihre Krankenversicherung aus, selbst wenn Sie sagen, ich bin gesetzlich versichert über Krankenzusatzversicherung, wenn Sie sich über Fragen der Berufsunfähigkeit unterhalten, wenn Sie sich Fragen über Rentenbesteuerung, wenn Sie sich Fragen über Erbschaftsbesteuerung, das sind hochkomplizierte Themen, vor die Sie sehr viel Kompetenz haben. Natürlich werden wir das auch weiter vereinfachen können, aber dafür, die Welt wird ja eher komplizierter gegeben, was wir diskutiert haben zum Thema Altersvorsorge. Ich glaube, der Beratungsbedarf wird uns da nicht ausgehen. Was aufhören muss, ist, dass Menschen sich für einfachste Vorgänge wie eine Adressänderung irgendwie minutenlang in einem Callcenter hängen und sagen, Okay, aber das heißt, Sie halten an diesem riesen Beraternetz dauerhaft fest. Also das wird so bleiben. Ja, aber mit anderen Aufgaben, wenn Sie sich heute angucken. Aber wenn die Welt komplexer wird, dann wird es auch für die Berater komplex. Ich habe einfach meine Zweifel, dass die diese Komplexität abbilden können. Und man braucht halt einfach am Ende eine technologische Lösung. Ich glaube, Sie brauchen die richtigen Menschen. Ich glaube nicht an den Robocop alleine, sondern Sie brauchen Menschen, die technologisch unterstützt werden, also über Expertensysteme. Also denken Sie nur mal das über das Thema Berufsunfähigkeit nach. Es dauert schon über eine Stunde, um überhaupt die Basisdaten häufig zu erfassen, was die Berufsrisiken sind, vor allen Dingen je nachdem, welche ihre Familiensituation ist. Das kann man dramatisch unterstützen bei der Frage,
Welche Fakten brauche ich und wie bereite ich das vor? Und da muss Digitalisierung eine Riesenrolle spielen. Bei der Frage, wie mache ich Güterabwägung? Was mache ich denn jetzt eher? Ich habe 200 Euro, was wollte ich wirklich? Da glaube ich sehr stark an den Menschen. Okay, wir werden ob der Ihnen dann gegenübersteht, wie wir das jetzt machen, über einen WebEx-Call machen oder anders, ich glaube nicht. Wir werden das, glaube ich, erleben. Wahrscheinlich kommen wir an der Stelle jetzt nicht mehr zusammen. Ich würde Sie aber gerne trotzdem noch mal an einer Stelle festnageln. Wir hatten ja über viele Erfolge gesprochen. Wir sprechen ja auch in Deutschland gern über Erfolge. Und es heißt dann immer so, ja, wir müssen aber lernen, auch mal über Niederlagen zu sprechen. Ja. Haben wir jetzt noch nicht so richtig hingekriegt. Was ist denn eine Ihrer großen Niederlagen, auch unternehmerisch oder als Manager in den vergangenen Jahren? Was haben Sie daraus gelernt? Och, da gibt es bestimmt einige. Das, was mich natürlich die letzten Monate umgetrieben hat, war unser Abenteuer in den USA, wo wir immer, weil wir die Class-Action-Suits noch laufen haben, ein paar Wochen wahrscheinlich, nicht im Detail reden kann. Ist das sozusagen die größte? Ja, das hat mich zumindest emotional am meisten getroffen. Ja, weil man vor allen Dingen, wenn man als Unternehmen sehr viel Geld hinlegen muss für, weil wir selber betrogen worden sind von eigenen Leuten, das geht schon, ist ein Schlag in die Magen. Vielleicht nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, es geht um das US-Fondshaus Allianz Global Investors, wo eine kleine Gruppe von Investoren, muss man sagen, hochriskante Geschäfte mit Kundengeldern gemacht hat und am Ende kollabierte der Fonds Structured Alpha und die Allianz musste 6 Milliarden Dollar Entschädigungen und Strafen zahlen. Ja. Also es war eine kleine Gruppe. Trotzdem lass mich kurz nochmal erklären. Es ging darum, dass wir drei Fondsmanager hatten, die jetzt auch angeklagt waren und zwei von denen sich ja schon schuldig bekunden haben, die fehlerhafte Kundeninformationen über den Risikogehalt der Produkte gehabt. Also es war nicht so, dass die Fonds, das war der eigentliche ursächliche Ansatz der Klage und deswegen hat man so lange gebraucht, um auch das Thema zu identifizieren, weil haben wir lange versucht festzustellen, haben die Fonds eigentlich falsch performt. Das war eigentlich nicht der Issue, sondern Fehlinformationen. Das heißt, die haben systematisch unsere Kontrollsysteme ausgehebelt. Und dafür, wichtig ist nur für das Thema Kosten, die echte Strafe an das DOJ ist 167 Millionen Dollar. Ja, das sind wesentlich Verfahrenskosten. Den großen Teil der Aufwendung, 4,5 Milliarden Euro nach Steuern, haben wir dafür ausgegeben, unsere Kundinnen und Kunden zu entschädigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil auch in der Fachpresse immer wieder geschrieben wird, wir haben riesige Milliardenbeträge an Strafen gezahlt. Das stimmt einfach. Entschädigung, hatte ich ja gesagt. Aber trotzdem die Frage, ein Konzern, der ansonsten Sicherheit verspricht, passiert so ein Und das war schlimm. Riesending. Wo lagen dann am Ende, Sie haben gesagt, die Kontrollsysteme wurden umgangen, dann waren sie offenbar nicht gut genug. Wo lag das Problem? Ja, das ist immer Welche so. Fehler Wenn wurden was passiert, gemacht? Es gibt immer Issues, rein sozusagen lokal. Die SEC und die DOJ haben sich das ja ordentlich angeguckt. Vor allen Dingen auch die Frage, was hätte die SI besser machen sollen? Wir sind ja sogar gelobt worden für die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind. Man muss aber feststellen, dass es nicht an der Frage ist, mache ich die einzelne Kontrolle besser oder kümmere ich mich um das einzelne Produkt, sondern hat man, ich sag's mal ein bisschen selbstkritisch, wenn man in einem ultrakompetitiven Markt wie den USA unterwegs bin, mit den enormen Rechtsrisiken, wie muss man sich kulturell aufstellen und wie muss man die Systeme einstellen, damit wir nicht im Zweifelsfalle auch so einen Schiffbruch erleiden. Und das muss in Zukunft so sein, dass sich das idealerweise nicht mehr wiederholt. Welche Fehler haben Sie persönlich in der Sache gemacht? Ich wüsste da nicht viel, außer dass man zu lange vertraut hat, dass die Menschen erstmal alles richtig machen bei uns. Und das Vertrauen, mit dem muss ich morgens aufstehen. Ich kann nicht aufstehen und hinter jedem Baum einen Betrüger vermuten. Also wenn das ein Fehler ist, dann nehme ich den gerne. Die Kritiker haben anfangs gesagt, Sie hätten die Sache zuerst runtergespielt. Nee, also nochmal, das Thema war am Anfang ja, dass man gesagt hat, also die Klagen kamen, zum Thema, der Fonds hätte nicht performt und wäre sozusagen risikoreicher gewesen in der Art und Weise, wie die Verluste gelaufen sind, als nicht. Es gab 14.000 Stunden Interviews der SEC ohne irgendein Ergebnis. Wir haben viele Millionen für die Risikoanalyse ausgegeben. Und im Wesentlichen ist übrigens der Betrug aufgefallen durch ein sozusagen Bekenntnis eines der Portfolio-Manager, der gesagt hat, ich will mal aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, also keine Kontrollen. Übrigens haben wir aus dem Herbst 2019 haben wir damals noch extra aus München einen Studiebeauftrag gemacht. Prüft mal die Kontrollsysteme in den USA. Das hat ein Wirtschaftsprüfer gemacht und gesagt, das ist alles Industriestandards. Aber es reicht halt nicht. Also wir müssen einfach noch besser werden. Aber warum hat dann so lange niemand nachgefragt, ob die Leute sich gegen diese irren Risiken, die sie eingegangen sind, abgesichert haben? Also erstens sind es keine irren Risiken, weil dieses Produkt gab es schon 14 Jahre lang hocherfolgreich. Übrigens, jeder einzelne Kunde, den wir auch entschädigt haben, hat mit mindestens sein eingesetztes Kapital wiedergekriegt. Viele haben 300, 400% Rendite gemacht.
300-400% Rendite, also trotz des Zusammenbruchs des Fonds. Das ist einfach nicht richtig. Mhm. Das Thema ist, es gab drei Menschen, die einen Private sich zusammengetan haben, um betrügerisch das System auszuhebeln. Und man muss halt in Zukunft dafür sorgen, dass das nach Möglichkeit nicht mehr passiert. Und Sie persönlich, also was haben Sie dann persönlich aus dieser ganzen Krise gelernt? Wie hat sich das verändert? Oder Nochmal, das Thema Risikokultur ist mindestens genauso wichtig wie Controller zu haben. Mhm. Ja, wir haben 860 Leute in Compliance, wir haben 550 Leute in, wir haben unglaublich viele auch gute Leute und engagierte Leute. Aber offenbar war die Compliance ja nicht gut genug. Ja, das ist aber genau das, was ich sage. Und häufig schmeißt man auch mehr Ressourcen drauf und sagt, jetzt brauche ich noch 300 Controller. Ja. Man muss sich mehr Gedanken machen über das Design, das Geschäftsmodell, sind die Incentives für die Leute, die da arbeiten, eigentlich angemessen, sind die vollständig investiert? Und grundsätzlich übrigens die Frage, die ganz am Anfang kommt, Herr Mattes, und mit dem beschäftige ich mich viel. Welche Geschäfte will ich als Gruppe eigentlich überhaupt betreiben? Möchte ich Geschäfte haben, wo Menschen sozusagen systematisch Risiko zulasten anderen eingehen, die großen Schaden anrichten können? Und? Naja, das gucken wir uns System für System an, haben wir auch gemacht. Also wir haben auch sehr viele, die Leute sagen, habt ihr Konsequenzen? Aber anschauen ist das eine, was... Also es gibt unheimlich viele Incentives. Es laufen riesige Programme bei uns, glauben Sie das mal. Mhm. Wir reden da nicht immer mit durch die Lande. Auch übrigens von den handelnden Personen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist niemand mehr da. Auch die BaFin hat sich ja bei Ihnen gemeldet. Was fordert die Aufsicht von Ihnen? Ich würde ungern sozusagen über den Regulator reden. Ich finde es schon erstaunlich, dass man in der Presse liest, dass der Regulator sich mehr meldet. Aber wir haben ein sehr, sehr produktives Verhältnis zu unserem Aufseher in Bonn. Die machen das hochprofessionell. Mhm. Und die haben sich übrigens nicht Structured Alpha angeguckt, sondern unsere Organisation in Summe. Das machen sie auch immer regelmäßig und dann kommen immer Verbesserungspotenziale raus, weil niemand ist perfekt. Wenn Sie in einem Satz beschreiben, wie diese Krise jetzt auch den Konzern verändert, wie würde der lauten? Ja, hoffentlich nicht Schockstarre, sondern wirklich lernen. Also der Schreck sitzt immer noch tief, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir arbeiten, dafür gibt es auch im Vorstand zu viele Leute, die hart arbeiten und nach vorne gucken. Es ist ja auch so, dass wir das Ganze machen, darf man nicht vergessen. Wir waren mitten in Covid. Das heißt, konntest auch nirgendwo hinfahren. Jeder, der so viel Maul auf den Fall redet, das zu Hause vom PC. Ich konnte ja nicht mal in die USA fahren. Ich konnte bis März 2021 nicht mal reisen dahin. Und dieses Jahr im frühen Jahr, auch das war mit Ausnahmegenehmigung erst dieses Jahr möglich. Vielleicht das nochmal als Hintergrund. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wir müssen uns mehr um die Frage kümmern, Risiken, die so sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich wirken, aber enorm große Auswirkungen haben. Und wir sind da zum Beispiel sehr, sehr stark seit Jahren unterwegs zum Thema Cyberrisiko. Das ist ein typisches Beispiel. Oder Terrorismusrisiko. Aber man muss die gleichen Anforderungen stellen, glaube ich, für das Thema operatives Risiko und Fehlverhalten. Also wir trauen sehr unseren Menschen, wenn sie unsere sogenannten Mitarbeiterbefragungen gucken und sagen, haben wir eine Kultur, wo Rechte und Gesetze und Compliance hochgeschätzt werden, ist eine der höchst bewerteten Fragen. Fast 90% der Kolleginnen und Kollegen sagen, das wird bei uns ganz, ganz hoch gehängt. Aber man muss sich eben auch Gedanken dazu machen, wie man Menschen auswählt, wie man darüber achtet, dass man sagt, ne, Vertrauen ist gut, aber gelegentliche richtige Kontrolle ist besser. Das heißt, aber da sehen Sie jetzt, es gab ja immer wieder auch so kleinere Sachen in den Monaten zuvor und so. Also aber Thema das ist Compliance. Der Industrie. Also wenn, Herr Mattes, mal mit allem Respekt. Ganz ehrlich, wenn Sie sich mal angucken, kennen Sie irgendein Unternehmen, wo nicht jeden Tag ein Supervisor reinläuft und sagt, dieses und jenes. Das ist ja aber ein Geschäftsmodell, das ist jetzt ein schwaches Argument, ja. Nee, doch, das ist ein Argument. Wir haben in einzelnen Ländern Leute, die sagen, ich habe kein Geld in der Kasse. Ich brauche jetzt mal eine Sonderfein der gesamten Versicherungsindustrie. Ich glaube, da muss auch die gewährte Öffentlichkeit sich das mal ein bisschen genauer angucken. Ich möchte das nur nicht runterspielen. Mhm. Meine Sorge ist eher, wir müssen sicherstellen, dass nochmal zurück zum Thema Kundin und Kunde. Wir müssen eigentlich bei allem, was wir tun, sicherstellen, dass wir nie uns vorwerfen lassen müssen, dass wir wirklich Kundinnen und Kunden übervorteilen. Deswegen machen wir zum Beispiel im Produktdesign, ob das um Provisionshöhen geht, um Beratungsverfahren, um Vertriebsincentives. Das arbeiten wir durch. Trotzdem, bei 216 Millionen Kunden gibt es kein Geschäftsmodell, was nur zufriedene Kunden am Ende des Tages hat. Das werden wir jetzt nicht bis ins Detail klären können. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal ein bisschen rauszoomen und auf die Finanzindustrie schauen, dann aber auf die gesamte Wirtschaft. Wir haben ja über eine Krise noch gar nicht gesprochen, das ist die Inflation. Aber vorher noch eine Frage. Vor einem Jahr haben Sie mal gesagt auf einer Konferenz,
Das Finanzsystem wird nicht sicherer, es wird wieder gefährlicher. Insbesondere Banken seien viel schlechter mit Kapital ausgestattet. Was passiert da? Was kommt da? Nominalkapital ist hochgegangen. Das Thema ist, dass wir nach wie vor im Finanzsystem einige Elemente haben, von denen wir nach 2008, 2009 und 2010, 11, 12 gesagt haben, die sollten eigentlich raus. Ich gebe mal so ein klassisches Beispiel. Banken haben sehr viel Staatsschulden gehalten. Mhm. Und wenn dann, als die Staaten in die Knie gingen, nehmen wir zum Beispiel Griechenland, mussten wir die Banken, wie man so schön sagt, retten. Mit sehr viel teuren Staatsgeldern. Dann haben wir gesagt, das darf nie wieder vorkommen. Also sorgen wir bitte dafür, dass vor allen Dingen Banken Höchstgrenzen haben bei der Investition in Staatsschulden. Was ist dabei rausgekommen? Ist dabei rausgekommen, dass wenn man als italienische Bank italienische Staatsschulden hält, dass das risikofrei ist. Das ist jetzt kein Witz. Und wenn griechische Banken griechische Staatsschulden halten, ist es risikofrei. Und wenn französische Banken, das auch in Deutschland auch. Sie kennen vielleicht sozusagen, wenn man Bankkaufmann ist, dann gibt es eine sogenannte Großkreditgrenze. Das heißt, wir machen so seit 200 Jahren, wissen wir, dass Klumpenrisiken nicht gut sind für eine einzelne Bank und das Banksystem. Das heißt, wir haben der Öffentlichkeit erzählt, das Bankensystem ist sicher, wir haben das Eigenkapital hochgefahren. Es gab noch nie einen Punkt, wo wir mehr Staatsschulden in Bankbilanzen hatten als heute. Übrigens mit gigantischen Gewinnen, ne? Weil die kriegen von der EZB ja das Geld umsonst und legen das jetzt bei 400 Basispunkte an. Das heißt, übrigens mal zum Thema Gewinnabschöpfung, das würde ich mir auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, weil wir gerade sozusagen staatliche subventionierte Gewinne haben für Leute, die große Spreads mit auf unsere Kosten machen. So, das ist ein Thema. Das zweite Thema Verschuldung. Wir haben gesagt, wir wollen Schuldengrenzen haben in Europa. Die Schulden waren noch nie höher. Öffentliche und zum Teil private als heute. Immer mit der, ja, aber wir mussten Covid machen und jetzt müssen wir die Energiewirtschaft retten. Nur wir wissen, dass ab einem gewissen Punkt der Markt anfängt, wie wir das jetzt bei Inflation sehen und das werden wir auch bei Kreditwürdigkeit sehen, anfängt das Risiko zu bepreisen. Und wir wissen auch, dass irgendwann mal ein Staat, wenn er 700 Basispunkte Spread hat über den Bund, irgendwann zahlungsunfähig wird. So, und das war das Gespräch letztes Jahr und es tut mir sehr leid, da war ich leider die richtige Cassandra, ja. Weil es wird jetzt leider nicht besser. Damit sind wir beim Thema Inflation. Sie hatten vor der Bundestagswahl ja schon gewarnt, dass wir eher bei 2% landen werden. Wir kennen alle, es hat sich dann 10. noch viel dramatischer entwickelt. Den Krieg hat ja keiner gesehen. Auf was stellen Sie sich jetzt ein? Also wir stellen, und vor allem vor dem Hintergrund des Themas, was Sie gerade angesprochen hatten, das hat ja dramatische Auswirkungen auch für die Möglichkeit, sich zu refinanzieren von Ländern, insbesondere in Südeuropa. Ja. Also das erste Thema ist mal so, das hört sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an, ist aber nicht so gemeint. Man muss nochmal überlegen, was für eine Art von Inflation haben wir in Europa versus USA. In den USA haben wir eine Überhitzung der Volkswirtschaft mit Übernachfrage im Vergleich zu einem Angebot. Das hat mit Lieferkettenbrüchen und sowas relativ wenig zu tun. Während wir in Deutschland eben eine sehr stark schockinduzierte, also energiepreisgetriebene Inflation haben. Das ist also sehr unterschiedlich. Und deswegen ist auch die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, sehr wichtig, muss sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, vor allen Dingen ist es bei uns wichtig, die Schockwirkung der Energieverteuerung spezifisch anzugehen. Die Reaktion der Fed und auch der Politik in den USA muss fundamental anders sein als in Deutschland. Das heißt, Sie fordern gar keinen scharfen Zinsschritt der EZB? Doch, aber wir müssen uns auch über andere Dinge Gedanken machen. Also zum Beispiel, welche Wertpapiere. Weil ich glaube, ich rechne damit, dass Sie die Zinsen signifikant noch weiter anziehen müssen. Nun, der wird nicht, weil die Inflation bei 10% ist, die werden nicht Richtung 10% gehen. Ich bin nur kein Ökonom, der sagen kann, keine Ahnung, 2,78% ist genau die richtige Zahl. Aber was für eine Inflation rechnen Sie für nächstes Jahr? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil auch die Frage ist, welche Inflation meinen wir? Meinen wir die energiepreisgetriebene Inflation? Meinen wir die nahrungsmittelgetriebene Inflation? Meinen wir die... Das Problem, wir müssen zwei Sachen verhindern. Wir müssen verhindern, Entschuldigung, weil das ist eigentlich das Wichtige für Inflationsbekämpfung. Und das versucht man mit Zinsen zu machen. Das wird aber bei uns über Zinsen allein nicht funktionieren. Die Idee einer Abkühlung der volkswirtschaftlich über Zinserhöhungen soll dazu führen, dass die Menschen weniger investieren, weniger Schulden machen und ihre Anforderungen an Wachstum von Preisen zurückschrauben, damit es nicht eine Lohnpreisspirale gibt. Sorry, nochmal, das ist ganz wichtig. Damit nicht eben die Menschen sagen, ich brauche jetzt 20% Gehaltserhöhung oder 15% oder 10. So, das heißt, damit sich das nicht verfestigt, muss man die Treiber dieser Forderungen in den Griff kriegen. Und das ist bei uns im Wesentlichen Energiepreis. Die entscheidende Frage ist, die sich daraus ableitet, müssen wir uns jetzt in Europa dauerhaft auf steigende Preise einstellen?
Nein, das glaube ich nicht, aber es wird länger dauern, als wir glauben. Aber die Energiepreise werden ja dauerhaft höher sein. Ja, aber ich weiß nicht, wie hoch. Also die Frage ist ja, was ist der Equilibriumpreis, wenn man das Thema Spekulation rauskriegt? Das heißt Stagflation, also eine wirtschaftliche Stagnation und hohe Inflation als Szenario sehen Sie nicht? Wir müssen immer noch unterstellen, dass wir selbst mit dem starken Zinsanstieg erheblich niedriger heute liegen, als wir vor 7, 8 Jahren waren. Das heißt, die Frage ist, wo geht das, wo pendelt sich das ein? Aber ich kann Ihnen nur sagen, es waren alle inklusive FED und EZB falsch bei dem Thema Zinsprognose. Warum soll denn meine jetzt besser sein? All das dürfte ja Folgen für das Geschäft der Allianz haben. Immer mehr Menschen in der Mittelschicht werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, vorzusorgen. Sehen Sie das schon in Zahlen? Nee, das sehen wir noch nicht in Zahlen. Tatsächlich sind die Menschen vorsichtiger, also wenn man sagt Neugeschäft. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel Vorsicht. Ja, ja, wir sehen das schon. Ich glaube auch, was passieren werde, dass Investitionsentscheidungen, also ich kaufe mir ein neues Auto oder andere, jetzt massiv zurücklaufen. Also zum Beispiel das Thema Wohnbauprojekte, insbesondere die angewiesen waren, sehr teure Grundstücke zu kaufen, zu niedrigen Zinsen. Das kommt jetzt schnell zum Erliegen, weil nicht nur einerseits die Zinsen hoch sind, sondern auch die Baukosten 20% gestiegen sind. Also da rechnen wir mit einem enormen Rücklauf, aber das gucken wir sich an. Aber an den Zahlen halten Sie fest? An unseren Gewinnzielen halten wir fest. Ich würde sagen, der Umsatz in der Sachversicherung dürfte etwas weniger stark wachsen. Wir wollten ja 6% wachsen, aber das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Man sieht schon ein bisschen Zurückhaltung, weil der eine oder andere zum Beispiel sagt, ich brauche die Kaskoversicherung, Hautpflichtversicherung brauche ich nicht, aber die Kasko brauche ich vielleicht nicht in vollem Umfang. Also ich rechne damit schon, dass wir einen Abflauen sehen werden. Und das ist nicht einfach für die Industrie, weil die Schadeninflation natürlich weiter steigt. Deswegen nochmal zurück zum Thema Digitalisierung. Genau deswegen investieren wir so stark und so hart in das Thema Digitalisierung der Schadennetzwerke, um eben unsere Durchschnittsschäden durch bessere Werkstattsteuerung, bessere Ersatzteilpreise, wirklich die Inflation der Schadenregulierungskosten auch im Interesse unserer Kundinnen und Kunden runterzukriegen. Aber nächstes Jahr dann eher noch schwächer. Bitte? Nächstes Jahr dann eher noch schwächer. Das weiß ich nicht. Wir haben Bereiche, zum Beispiel USA, wo wir wie verrückt wachsen in der Lebensversicherung. Viel stärker, als wir uns das vorgenommen hatten. Wir haben in der Lebensversicherung damit gerechnet, dass Sachen richtig runtergehen. Das ist zum Beispiel in Italien viel stabiler, als ich erwartet hatte. Also per heute könnte ich Ihnen das so nicht sagen. Auch es gibt Teile im Asset Management, wo das Asset-Volumen massiv runter ist und da die Profitabilität. Aber wir sehen gerade in unseren Spezialfonds, dass die Profitabilität in den richtigen Anlagestrategien eher nach oben läuft. Also das ganze Thema Private Equity, was wir machen, und Illiquid Assets läuft hervorragend. Also ich kann das jetzt per heute, wenn wir im November reden, dann habe ich wahrscheinlich ein besseres Bild. Und ich würde auch da nochmal drum bitten, ich finde es auch, wenn man in einem Kriegszustand ist, vermessen mit dem Fernrohr zu gucken. Also ich glaube, es ist für uns erstmal wichtig, den Sicherheitsgurt anzuschnallen und dafür zu sorgen, dass wir um die nächste Kurve sicher rumkommen, anstatt hier Fantasien zu entwickeln für 2023. Aber der ein oder andere Investor wird sich sicherlich auch nach dem Fernglas sehnen. Wir müssen eigentlich Der eine oder andere Investor macht im Moment nichts anderes außer Schockstarre. Das sehen Sie an den Bewertungen. Wir haben ja im Wesentlichen einen Käuferstreik und einen Teil der... Käuferstreik auch bei Ihrer Aktie, ne? Bei allen Aktien. Und vor aber allen bei Ihnen ja schon länger. Nee, bei uns nicht viel länger. Ich weiß, Sie wollen mich ein bisschen provozieren. Bei uns ist das Thema Structured Alpha muss aus der Tür und das haben wir hoffentlich bei uns im Oktober gelöst. Aus meiner Sicht so ein klassisch dümpelnder Wert, aber wir werden das verfolgen, wie sich das entwickelt. Wir müssen eigentlich nur noch eine Frage klären. Ihr Vertrag läuft noch bis 2024, richtig? Ja, September. Werden Sie 2025 noch CEO der Allianz sein? Das werden wir dann sehen. Herr Bethe, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss, dem gesamten Podcast-Team, Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.